we had left a few minutes earlier, the bomb would have went off right beside us. People know you're here. If you get kidnapped, they can get 2 million for you. The meaning is not only they fighting with the government. The biggest meaning is they fighting with the civilian. Da kriegt man eigentlich gar nichts vom Terrorismus mit. Gleich sind wir hier, haben jetzt mittlerweile zwei Soldaten an Bord und nicht nur einen. The reason why I decided to go to Somalia was actually Google Maps zooming down on Mogadishu, Somalia, and it was just blown off roofs, dirt tracks. It looked like some sort of post-apocalyptic, warland that no one should ever be. It gave me desire to see what's up. You know, I've always been attracted to danger and dangerous places. Nobody stay here. Nobody. When you come here, you die. When my friends and my family heard about my plan to go to Somalia, naturally they thought I was a bit crazy. I expected Somalia to be very dangerous before I arrived. I mean, you're talking $1,000 a day for security. You can't even get through the airport without somebody on the ground vouching for you. Security's heavy here, but we haven't got a bodyguard because the local lads we know here, they don't seem to think it's necessary. I really get back to the country in 2012. I used to live in Kenya so long. I decided to stay here and to be one of the Somalia's people, they getting back home to rebuild the country again. I have a tourist company. I'm bringing to the foreign people to the country. We bring into Mogadishu to see sites, how look like Mogadishu, history places like destroyed by war. Die Kategorie gefährlichstes Land der Welt oder diese Ranglisten, die da manchmal herrschen, da bin ich immer sehr vorsichtig, auch was die Warnungen vor ganzen Ländern oder Regionen angeht. Die Situation in Somalia ist ein bisschen kompliziert. Es gibt ja das völkerrechtlich anerkannte Land Somalia, aber es gibt eben auch Gegenden, die sich davon abgetrennt haben. Das ist zum einen mal Somaliland und Puntland. Ich war in Hargeisa, das ist die Hauptstadt von dem autonomen Staat Somaliland, was noch nicht international anerkannt ist. Genau da war ich, da kommen auch meine Eltern her. Meine Erwartungen waren eigentlich diese, dass ich halt ein schönes, aufgebautes Land vor mir wiederfinde. Weil viele, die aus dem Urlaub wieder zurückgekehrt sind, die haben erzählt, dass das Land aufgebaut ist und alles schön sei. Und als wir dann da angekommen sind, meine Schwester und ich, haben dann gesehen, dass es keine Bürgersteige gibt, da ist immer noch Schutt und das ist halt schon, also da habe ich mich gefragt, was erzählen die Leute, was haben die Leute gesehen, dass sie sowas erzählen. Also da wurden wir vollkommen gegen den Kopf gestoßen. Ich kann mir das so erklären, dass die Leute immer erzählt haben, dass da alles aufgebaut ist, wenn die darüber reden, was die Leute sich gebaut haben. Aber das, was jetzt infrastrukturmäßig von der Regierung kommen sollte, das ist nicht gebaut. Dadurch, dass die halt jetzt viel ärmer sind als damals, dass die halt auch natürlich viele nicht fragen, wie es einem geht oder sich freuen, dass du da bist und dann direkt fragen, ja, hast du denn etwas, was du uns da lassen kannst und in Form von Geld oder was auch immer. Somaliland ist dagegen der einzige wirklich stabile Ort von Somalia. Allein schon der Grenzübergang ist wirklich sehr spannend, weil es tatsächlich einfach nur ein Graben ist, der voll ist mit Plastikmüll.
Dann ist eine kleine Schnur über die Straße gespannt. Und es ist einfach nur ein kleiner, staubiger Ort, wo nichts wirklich passiert, außer eben Feuer am Straßenrand, wo die Leute irgendwie sind. In Somaliland, it's a thriving economy now. They got, you know, stable government, they have their own currency, their own visa system. And people are thriving there. By all accounts, it should be an independent country that's recognized by the rest of the world. And they want to be, because they, for the last 20 years, they've been a beacon of stability in the Horn of Africa. And things are going great there. In the northeast, you got Puntland. This is like pirate headquarters. It's where all the pirate ships are. It's a bit lawless. But then again, there's still a degree of law and order. It's a lot more difficult to get visas and stuff there. It's kind of a bit of like a no man's land. And then further south, then you have southern Somalia, where Mogadishu is. And that's quite, you know, makes up the majority of the country. But outside of Mogadishu, the whole place is just carved up by different fighting factions. It gets particularly dangerous just south of Puntland. So you have Puntland here, Somalia here, and in between the two, it's just a shit show. Like, you'd be really taking your life in your hands. I describe it as fourth world. And Mogadishu is the worst I've ever seen because of all the rubble. When we got off the plane, the head of security team came up to myself and my friend Danny, the ones who hadn't paid for security, and he pointed at my leg. He pointed at my left leg and he said, 1 million. And he pointed at my right leg and said, 1 million. He goes, that's how much you're worth. People know you're here. If you get kidnapped, they can get 2 million for you. And people are going to be watching you, and you're not going to be safe. Good luck if you last the night. That's what we were told. So it's the end of our first day here in Mogadishu. It was fucking crazy. This city is completely leveled. And we're traveling around town at night. No bodyguard, no security, no nothing. You know, the people at the compound, they think we're absolutely fucking crazy, but it seems all right. Wenn man dann in die Hauptstadt weiterreisen will, dann gibt es Sammeltaxis, in die man sich reinsetzen kann. In der Regel sind das einfach Kombis, die vollgepackt werden mit Leuten. Also bei beiden Malen wurden wir irgendwie in den Kofferraum gequetscht, zusammen noch mit zwei anderen Leuten, also zu viert dann. Und so ist auch der gesamte öffentliche Transport dort organisiert. To Hargeisa. 100 Birr, sagt er. Es hat 7, hat der andere gesagt. Ja, aber 100, das ist das Gleiche. Ja, 100 Birr. Okay. Maga, Maga, Diga, Wa, Alex. Alex. Schwedisch. Allen diesen Orten ist gemein, dass sie doch sehr, dass einfach kein Geld da ist, jetzt irgendwelche älteren Gebäude zu restaurieren oder so. Das, was vom Bürgerkrieg übrig geblieben ist, wird genutzt. Und das sind dann auch manchmal schöne, alte, koloniale Villen, aber sie sehen in der Regel doch eher aus wie Ruinen. 30 Jahren habe ich gehört aus Erzählungen, war Somalia sehr schön gebaut und Mogadischu war natürlich auch eine Unistadt gewesen, wo man auch aus anderen Ländern herkam, um da auch zu studieren, was dann halt schon ein hoher Standard war. Aber jetzt natürlich wegen dem Krieg ist es halt ganz anders. Also man sieht, dass es im Land Krieg gab vor ein paar Jahren. Somaliland ist jetzt kein Ort, wo man mit besonders beeindruckenden Landschaften oder besonders interessanten Museen oder Tempeln oder Moscheen rechnen darf. Da ist tatsächlich nicht besonders viel.
Also fließend Wasser und Strom besitzen sie eigentlich alle, auch in den normalen Wohnungen, wo es ein Plumpsklo gibt. Klar, in dem Plumpsklo, da schüttet man ein bisschen Wasser rein, aber stimmt, da gibt es halt, auch wenn man sich duschen möchte, da hat man halt einen Wasserhahn, wo man sich dann in einen Eimer voll macht und dann über den Kopf gießt. Aber die Leute, die sich das dann auch leisten können, die haben dann auch natürlich fließend Wasser in den Sanitäranlagen und haben dann auch normale Toiletten und Duschen. Und was Strom angeht, kann es auch hin und wieder mal vorkommen, dass der Strom mal ausfällt für ein paar Sekunden. Und was ich gehört habe, ist, dass der Strom dort auch sehr teuer ist. It is really dangerous. You know why? Al-Shabaab, they don't believe that I'm a Muslim, because you know why? If you, I'm bringing to the country to the white people, which is Christian, so they thinking that I'm the same with them. You know, you do feel very exposed. You are surrounded by guys with guns. People are staring at you. We'd even have, on occasion, people coming up to us on the street, asking if we are Muslim or not, where we are from. And you start to get a little bit paranoid because you're thinking, all right, this is a country full of Islamist extremists and you're not necessarily welcome. Der Islam ist in Somaliland die einzige Religion im Prinzip. Also es gibt eigentlich nichts daneben. Und das war ich jetzt auch von anderen Ländern gewohnt, wobei ich es in Somaliland schon eine sehr restriktive Auslegung der Religion, wie ich es so erlebt habe. There's definitely still a radical element in Somalia. There's definitely radical Islam there. And as much as a lot of the population would like to liberalize, and the young generation would like to liberalize, they know that if you're a woman and you show your hair, walk down the street in Mogadishu, you are going to have a lot of problems. And also, they're really different than Christian women is. As you see, Christian women is allowed to wear a trouser, and Somalia doesn't allow to wear a trouser. The people who were brought up in the country, it's still extremely traditional, and that would definitely be a big no-no, not being a, I'd say you're unweddable if you're not a virgin. Da ist es so, dass man nicht so, wie ich jetzt rumlaufe, dort rumlaufen durfte. Da ist es natürlich so, dass man sich auch verhüllen musste. Das heißt, man musste lange Gewänder anziehen und auch ein Kopftuch tragen. Aber das war für mich gar kein Problem, weil ich fand, so fällt man halt natürlich auch weniger auf. Man sieht nicht, dass man von woanders herkommt. Man sieht so aus wie alle anderen, die dort sind. Und deswegen fand ich persönlich das eigentlich ganz gut so. Also zu Frauenrechte kann ich eigentlich sagen, dass dort die Frauen eigentlich dieselben Rechte haben wie hier auch. Also ich habe halt auch Cousinen dort drüben, die etwas jünger sind als ich, die auch ihre Schule machen, die ihr Studium jetzt machen und eigentlich auch sich frei bewegen können. When they are only all women is and there is a wedding going on, they can open the hair, they can dance to each other. This is women is and men is separate. They drive in, but this doesn't allow also the traditional and Islamic religion. But the country is democratic now and also federal. They're driving. They start driving vehicles. They're free. We were on our way to Lido Beach. And then we had heard that on our way that a bomb had went off, and we were delayed. I can't remember, just getting ready, I guess. But had we had left a few minutes earlier, we would have been there when the bomb went off. So it was a bit of luck that we got delayed. Everyone in the car, our escort, were like, "We're going back. We're not going there." And I was very insistent. I was very insistent. Listen, I said, "It's already done. I want to see. I want to see." And I was.
He said, I don't care what it takes, I'll pay extra, just bring me there. It was a suicide bomber. That's the car he was driving. Oh, fucking, it's destroyed. Come on, I don't want to. Let's move. Let's move. The man is already dead. That's a bomb, guys. It went off. Guys, we're really, really lucky to be here and see this stuff. If we had left a few minutes earlier, the bomb would have went off right beside us. We're just about to see the body. Oh, I've never seen a dead body before. Oh my God. It's like it's not real. I saw a suicide bomber's head on the ground in front of me. Now, like, funny enough, I did feel sorry for him in a weird way because I saw this young man who was so brainwashed. You hear about it from people, but until you actually see it, doesn't feel real. It was incredible how nonchalant people were. I mean, people were poking the guy's head and laughing at him. The meaning is not only they fighting with the government. The biggest meaning is they fighting with the civilian. The local people was really pushed away from Mogadishu to Al-Shabaab. They tried their best. So that's why I was really interested to get back to the country to see what's going on, if I can stay and do my better. It was really hard for me before, because every day you hearing and you watching people they killing, that somebody died with attack, somebody died with a bullet. He was ambassador. He was really my friend. He used to live in Geneva. So the Ministry of International Affairs, they called to him and they said, get back to the country. They want to change someone else to his position. So he used to live with Makkah al-Mukarram Hotel and they attacked the hotel and he died there. It was really hard. I tried my best to be strong and stay the country in. Al-Shabaab, they always hit the beaches and the restaurants, because they want Sharia law. They don't like men and women mixing. They want them to be segregated. You know, it's like anti-Quranic, I guess. All Somali people, they have one language, they have one religion, they have one traditional. The Muslim is not allowed to kill a Muslim. They don't have any reason. They're killing for nothing. And there's another picture behind it. Is they are fighting because of political also. They want to control all the country and people they doesn't allow. Immer wenn ich nach Somaliland gereist bin, war ich auch nur in Somaliland. Ich war weder in Puntland noch im restlichen Teil von Somalia. Also die Terrororganisationen in der Region sind, was ich mitbekommen habe, in Somaliland eigentlich nicht aktiv. Hin und wieder kann es schon passieren, dass da mal was passiert, aber es ist von der Regierung her und von den Menschen, die da leben, versuchen die das völlig zu unterbinden. Auch darauf, dass die paar Ausländer, die ins Land kommen, tatsächlich auch beschützt werden. Das heißt, man muss sich immer einen Polizisten mit ins Auto nehmen, wenn man über Land zu einer anderen Stadt reist. Man darf nicht alleine reisen, zumindest war das damals so. Und da wird schon geguckt, dass eben nicht schlechte Meldungen aus dem Land heraus entstehen. Gleich sind wir hier, haben jetzt mittlerweile zwei Soldaten an Bord und nicht nur einen, wie bisher. Ja, aber es muss sicher sein. Ja. Ich fühle mich sehr sicher. Ja, ich auch. Wir sind da. Da kriegt man eigentlich gar nichts vom Terrorismus mit.
wie es jetzt hier zum Beispiel in den Medien auch oft der Fall ist, dass hier dann auch darüber berichtet wird, ist es da eigentlich auch weniger. Also da habe ich eigentlich gar nichts mitbekommen von. Also Angst war gar nicht zu spüren, war auch gar nicht da. Also das ist, ich habe mir gedacht, das ist mein Land, überall kann was passieren und da hatte ich eigentlich gar keine Ängste. Also der Alltag in Somalia, der kam mir ein bisschen, zum Vergleich mit Deutschland, kam der mir ein bisschen langweilig vor, weil man hat nicht so viele Möglichkeiten an Freizeitangeboten, die man zum Beispiel hier hat. Das heißt, angefangen beim Kino, sowas gibt es da gar nicht. Das Einzige, was man dort machen kann als Freizeitbeschäftigung, wäre ins Restaurant gehen, ins Café gehen mit Freunden oder auch auf Veranstaltungen, die es hin und wieder mal gibt, aber die sich dann auch nicht jeder leisten kann, weil die dann auch sehr teuer sind. Okay, ja. Maga, I go Alex. Sie waren sehr interessiert auf meine Tattoos. Ich habe einen Skorpion. Sie wollen zum Beispiel fragen, ob ich einen Skorpion gegessen habe und dann es ist zu einem Tattoo geworden. Oder irgend sowas. Also es, aber es war sehr sympathisch. Viel findet auf der Straße statt. Zum Beispiel so, dass man keine Musik gehört hat auf der Straße. Also die Leute hören dort keine Musik, wenn, dann findet das alles im privaten Raum statt, sodass man da von außen nichts kriegt. Zum Beispiel gibt es einige Straßenzüge, wo die Geldwechsler sitzen. Der Somaliland Shilling, der dort verwendet wird, eine Währung, die außerhalb des Landes nicht anerkannt ist, ist nicht viel wert. Der Hauptschein, 500 Schilling, hat ungefähr einen Wert von, ich weiß es nicht mehr genau, aber 5, 6 Euro Cent. Okay, I changed some money here. My dollar is how much? All right. 100. Thank you very much. That's a lot. Ah, very good. Thank you very much. From Germany? Yes. So, nobody's stealing here money? Everything is safe? No problem. Wenn man Urlaub macht, ist man meistens unter Gleichgesinnten, dass man halt in der Umgebung von vielen Touristen ist. Und da ist es halt ganz anders. Da gibt es keinen Tourismus, da sind eigentlich, machen nur die Leute Urlaub, die dann auch wirklich Eltern haben, die da herkommen oder auch selber da geboren sind. Und man sieht halt auch viele Jugendliche, die dann auch Urlaub dort machen. Und klar, da gibt es dann halt nicht diese typischen Tourismusangebote, dass man halt Touren machen kann mit irgendwelchen Tourismusorganisationen etc. Das ist dann schon, das macht man dann alles auf eigener Faust. Wir hatten gehört, dass man eben vor der Küste von Somalia sehr schöne Riffe hat, wo man tauchen oder schnorcheln gehen kann. Aber haben vor Ort gemerkt und haben es eigentlich auch schon erwartet, dass dort eben keinerlei touristische Infrastruktur da ist, um sowas zu unternehmen. Nachdem wir dort aber dann länger mit verschiedenen Leuten geredet haben, hat uns dann tatsächlich jemand ein Boot organisiert mit zwei Fischern, die uns dann aufs Meer rausgefahren haben, wo wir dann sehr schön schnorcheln gehen konnten. Natürlich war es schon spannend, weil die beiden kein Wort einer Sprache gesprochen haben, die wir verstehen.
Und ich dann schon immer mal wieder geschaut habe, wenn ich aufgetaucht bin, ist das Boot noch da. Aber die Sorge war völlig unbegründet. Die beiden haben uns dann wieder eingesammelt und mit zurückgebracht. Eine große Rolle spielt die Droge Kat. Das sind Blätter, die vor allem in Äthiopien im Hochland und im Jemen wachsen, die dort seit Jahrhunderten gekaut werden. Das sind so Stöcke, kann man sich vorstellen, mit Blüten dran. Und die Blätter werden gekaut und die Stöcke, da wird die Rinde abgekaut. Das schmeckt wohl bitter, deswegen trinken viele dabei auch Schwarztee mit ganz viel Zucker. Oh, it's everywhere. They're all about the cat. Like, you go, there's cat houses where, like guys sit around and drink coffee and eat and do cat. People just giving it to each other in big plastic bags. It's very much in your face. Like, it's very casual there, the use of it. Das gab's ja auch eine Weile hier in Deutschland, was auch verboten wurde. Und das ist, dort drüben wird das halt tagtäglich gekaut. Also, das ist da, fällt es nicht unter den Begriff Droge. Bei denen ist das halt einfach traditionell bedingt. Das gab es schon immer und jeder kaut das. Drüben sind das schon einige Frauen mehr, die das tun, aber generell machen das meistens die Männer. Bist du gelangweilt? Nö. Nee. Nö, ich hab Spaß. Siehst du? Mit deinen Blättern. Ja. Vielleicht mit Marihuana vergleichbare Wirkung erzielen. Also es ist alles dann nicht mehr so schwer. Wir waren immer auf der Suche nach Menschen, die wir ein bisschen näher kennenlernen können und haben dann auch einen Musiker getroffen, der uns zu sich nach Hause eingeladen hat. Wir hatten dann ein paar Cutblätter gekauft und als Gastgeschenk mitgebracht und sind dann dorthin und dann waren dort ein paar auch seiner Freunde. Und die haben uns dann tatsächlich ihre Musik vorgespielt und das war super spannend. Nach einer Weile wurde die Stimmung dann auch wirklich ganz locker. Dann haben die auch ein bisschen aus ihrem Alltag berichtet und aus dem Leben und was sie so für Probleme haben. Und das war sehr, sehr spannend. If I have a problem, when I chew in this, you feel happy. Yes. If you don't have any heart, if you cannot buy it because you don't have any money, are you unhappy then? No. If I do not get the chant, yes, I will not happy. Maybe if you teach everybody to sing and play the little guitar, people will be happy without having heart. No, I know. Yes. They will not happy. Yes. Yes. Wenn der Polizist, der einen begleitet, auch Kat kaut, ist es schon irritierend, weil ich denke, ja, ich muss jetzt dafür bezahlen, dass uns dieser Polizist hier begleitet. Und ich habe schon öfter mal gedacht, Leute, ihr könntet echt mehr gebacken kriegen, wenn ihr eben darauf verzichten würdet, dieses Zeug zu kaufen. So you got this kind of new generation who sees nothing but, you know, hope and optimism, and they just wanna get their country back together. You know, they wanna fly their flag with pride. Viele Jugendliche, mit denen ich mich unterhalten habe, die dann gesagt haben, nach dem Studium gibt es hier eh nichts für uns zu tun. Wir werden uns dann irgendwann in Europa sehen, weil die Arbeit da auch, also da gibt es halt nicht viel Arbeit. Für all die Jugendlichen, die dann aus dem Studium rauskommen oder aus der Schule rauskommen, gibt es halt einfach nicht viel zu tun. Wir fanden das natürlich ganz schön, ein Land zu sehen, wo deine Leute sind, wo deine Sprache gesprochen wird und wo man halt natürlich auch diese kulturellen Sachen, traditionellen Sachen, die unsere Eltern uns hier weiter mitgegeben haben, da wiedergefunden haben. Das hat uns eigentlich so gefallen, also mir und meiner Schwester, dass wir natürlich dann 2013 wieder zurückgegangen sind. Meine Besuche in Somalia haben mir gezeigt, dass man das
differenziert betrachten muss, dass es eben hier ein Land gibt, was völlig sicher ist, aber von der Welt komplett ignoriert wird, nicht anerkannt wird, dass es das gibt. Und die Leute eben auch mit den Nachteilen dann dadurch leben müssen, weil man dort nichts wirklich zu suchen hat, wenn man dort nicht irgendeine wichtige Arbeit hat, finde ich es relativ unverantwortlich, dann dorthin zu reisen. Not a place I would go back to, honestly. Syria, Cote d'Ivoire, absolutely love them. I'd be back there in a heartbeat. Mogadishu, no, hell no. When you are here in Mogadishu, you will know the reality. But when you are away of Mogadishu, you can know the reality. You will only know bad pictures like attacks, killing, kidnaps, blah blah, some bullshit like that. It's becoming beautiful. Since 2012, they're making longer buildings. The street is rebuilt already, and Turkish government, they help houses and streets, and it looks like it's big change has come.